Hi, es ist Montag, heute ist der 19.8. und somit wird es Zeit, den nächsten Vlog zu starten. Den alten habe ich gerade beendet und deswegen bietet sich das direkt an, weiterzumachen. Ich zeige euch wie immer die Bücher, die ich gerade lese. Das erste ist Er will sie sterben sehen von Carmen Mohler. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen lieben Dank und das ist auch der Grund, warum ich es direkt anfange. Aber auch so, weil mir die Geschichte, ja, weil mich die interessiert. Und genau, es ist so, dass Susanna kurz vor ihrem kurz nach ihrem Junggesellenabschied, also vor ihrer Hochzeit, ermordet aufgefunden wird. Und das auf eine sehr, sehr grausame Art. Und die Polizei stellt sehr schnell fest, dass ihre Schwester vor einigen Jahren ebenfalls auf diese Art und Weise gestorben ist. Und zwar auch kurz vor ihrer Hochzeit. Und deswegen stellt sich die Ermittler jetzt die Frage, ist es derselbe Täter? Das Problem ist aber, der Täter, der damals gefasst worden ist, sitzt im Gefängnis. Das heißt, ist der Täter jetzt nicht der Täter von damals? Ist es jetzt ein anderer Täter? Oder haben sie damals den falschen Täter in den Knast getan? Und das ist eigentlich die Ausgangsstory und ich finde, es klingt sehr spannend und ich habe eigentlich total Lust, dieses Buch zu lesen. Ich habe jetzt am Anfang direkt gemerkt, ich bin jetzt auf Seite 134, dass es mir nicht ganz so leicht fällt. Zum einen ist dieses Buch von einer spanischen Autorin, ich gehe zumindest davon aus, es spielt in Spanien und wurde auch, soviel ich weiß, aus dem Spanischen übersetzt. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil jetzt so Städte bzw. Straßennamen, Parknamen, all solche Sachen halt so spanisch sind. Und das fällt mir schwer zu lesen und das blockiert so ein bisschen meinen Lesefluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir auch zum Beispiel bei skandinavischen Thrillern so, dass da eben diese Wörter, diese Städte, diese Straßennamen, keine Ahnung, das stört einfach meinen Lesefluss. Vielleicht versteht ihr, was ich euch damit sagen will, vielleicht geht es euch ja genauso. Und das ist das, was mir ein bisschen, ja, was mir ein bisschen schwer fällt sozusagen bei diesem Buch. Das andere ist die Protagonistin, eine, ja, ich glaube so Hauptkommissarin, irgendwie sowas. Auf jeden Fall die Chefin von der Gruppe, die hier ermittelt. Und die finde ich ein bisschen merkwürdig in dem Sinne, dass sie alle duzt. Das ist für mich ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil sie duzt ihre Kollegen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Sie duzt aber auch andere Polizisten, die jetzt an dem Tatort sind, einfach so, obwohl sie die nicht kennt. Und sie duzt beispielsweise auch Tatverdächtige, die sie verhören muss. Und das ist etwas, was mich sehr irritiert, weil ich das nicht verstehe, weil ich der Meinung bin, dass man gerade auch in so einer Situation zwischen Tatverdächtiger und Polizei einfach dieses Sie und diese gewisse Distanz halten sollte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ein Übersetzungsfehler ist. Man muss aber sagen, dass das hauptsächlich bei ihr auftritt. Also alle anderen sitzen sich eigentlich. Deswegen denke ich mal schon, dass es so sein soll. Aber für mich ist es halt irgendwie irritierend. Und das macht sie für mich, muss ich sagen, ein bisschen unsympathisch, weil das meiner Meinung nach einfach nicht professionell ist. Genau, aber ja, das ist jetzt auch so ein bisschen was Formales, das hat jetzt mit der Story an sich nichts zu tun, deswegen, ich habe auf jeden Fall Bock weiterzulesen und mal gucken, ob ich es diese Woche noch beenden kann. Dann lese ich aktuell ein E-Book und das habe ich auch schon letzte Woche gelesen und zwar ist es Drosselbrut von Andreas Gößling. Als E-Book, wie gesagt, ich habe das als E-Book gewonnen, ich glaube bei Top Krimi. Und genau, ich habe einfach ein E-Book gesucht letzte Woche, was ich anfangen kann und das ist dann dieses geworden. Hier geht es um Jugendliche, die verschwinden, die bei einer sozusagen Befrei-mich-Kampagne mitmachen. Das bedeutet, es gibt Videos im Internet, wo es darum geht, dass ja, junge Leute sich befreien sollen. Sie sollen raus, sie sollen sozusagen alles hinter sich lassen und hauptsächlich geht es an sich scheinbar an Jugendliche, die sich sowieso nicht so richtig wohlfühlen in ihrer Haut. Und das sind hauptsächlich Mädchen, glaube ich, und die verschwinden dann. Und keiner denkt so richtig daran, dass sie jetzt, dass irgendwas passiert ist, dass da ein Verbrechen liegt, sondern dass sie halt einfach weg sind, dass sie sich befreit haben sozusagen und einfach abgehauen sind. Und es gibt hier aber eine Ermittlerin, die da nicht so richtig dran glaubt und ich gehe davon aus, dass das dann langsam mal aufkommt.
Es war hier vorher noch ein anderer Fall, wo es darum geht, dass junge Mädchen entführt und vergewaltigt wurden und die Großeltern daraufhin erpresst wurden und Lösegeld zahlen sollten. Dieser Fall ist jetzt mehr oder weniger eigentlich abgeschlossen auf der Seite, der ich bin. Das müsste jetzt so 130 sein. Und ja, also das war mir irgendwie jetzt ein bisschen zu perfekt, muss ich sagen, dieser Fall, wie die den aufgedeckt haben und wie da die Ermittlungen verlaufen sind. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Ganze ist ja ein True Crime Thriller. Das bedeutet, dass diese Fälle, also ich gehe zumindest mal davon aus, dass dieser Fall mit den sozialen Medien, mit dieser Befrei-mich-dich-Kampagne, dass das einen gewissen realistischen Bezug hat. Und ja, ich habe auf jeden Fall Lust weiterzulesen, auch wenn es mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Und dann habe ich jetzt noch ein Buch angefangen am Wochenende, was in einem anderen Video von mir vorkommt. Und zwar ist das Schachmatt von Mallory Blackman. Bei diesem Buch habe ich irgendwie Sprachstörungen, ich weiß nicht warum. Und dieses Buch ist im August 2018 bei mir eingezogen und ich habe es noch nicht gelesen. Und deswegen wollte ich es jetzt gern mal anlesen und zumindest gucken, ob es mir überhaupt noch gefällt. Da es eben der dritte Teil einer Reihe ist, die ich vor Jahren mal angefangen habe. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt sozusagen noch mein Fall ist. Der Punkt ist auch, dass dieses Buch sowieso auf meiner 19 für 19 Liste steht. Deswegen passt es mir an sich ganz gut, dass das jetzt in diesem Video mit aufgetaucht ist und ich das jetzt anfange mal zu lesen. Ich bin auf Seite 35, also ist noch nicht sonderlich viel, aber ich bin recht gut eingestiegen, zumindest vom Schreibstil her, und ich bin gespannt, wie die Geschichte sich dann noch entwickelt und ob das ja zumindest recht gut verständlich für mich ist, auch wenn ich nicht genau weiß, was vorher passiert ist. Was genau passiert in diesem Buch, kann ich euch nicht sagen. Es wäre ein massiver Spoiler. Aber nochmal kurz: Es geht hier um die Rassentrennung zwischen Schwarz und Weiß. Und in dem Fall ist es so, dass die Schwarzen, also die dunkelhäutigen Menschen, die Alphas sind. Das ist sozusagen die Regierung. Und es gibt die Zeros, das sind eben die Weißen. Und die werden so ein bisschen unterdrückt. Und logischerweise versuchen die Zeros so ein bisschen auch ihren eigenen Platz zu finden und sich da ein bisschen gegen Bürden oder wie auch immer man das nennt. Und dann geht es hauptsächlich im ersten Teil darum, dass sich ein schwarzes Mädchen in einen weißen Jungen verliebt und dass es eigentlich gar nicht sein sollte. Also gerade auch von den Familien aus sollte es eigentlich nicht sein. Und deswegen, ja, es ist so ein bisschen ein recht großer Konflikt. Und hier geht es eben weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob mich dieses Buch überzeugen kann und ob ich es zu Ende lesen werde. Genau, das war es jetzt erstmal mit den Büchern. Was eventuell bezüglich Bücher diese Woche noch so passiert, das werdet ihr im Laufe dieses Vlogs sehen. Ansonsten habe ich diese Woche nicht sehr viel vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte ein bisschen arbeiten und ich muss meine eine Synthesearbeit, die ich noch für die Uni schreiben muss, ja, ein bisschen voranbringen. Aber ansonsten steht jetzt diese Woche wirklich nicht so viel an. Am Wochenende sind wir mal wieder unterwegs. Ihr kennt das, aber ansonsten war es das erstmal, was ich euch jetzt so erzählen kann, aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, soweit ich kann. Wir haben Freitag und ich habe es bisher nicht geschafft, mich zu melden, weil ich auch so ein bisschen mit Arbeiten und Schreiben an meiner Seminararbeit beschäftigt war. Und dann habe ich es einfach irgendwie vergessen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe aber trotzdem gelesen und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, bevor wir heute Nachmittag wieder, ja, übers Wochenende unterwegs sind, wie fast jedes Wochenende. Ich habe gestern beendet Er will sie sterben sehen von Carmen Mola. Es hat mir ganz gut gefallen. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht mega gut. Es war so, dass ich mit dem Schreibstil am Anfang nicht so gut klarkam. Auch weil es, wie ich gesagt habe, halt aus dem Spanischen ist und man dann in Madrid diese ganzen Plätze und Straßen hat und das stört so ein bisschen meinen Lesefluss. Außerdem bin ich mit den Charakteren nicht warm geworden, auch bis zum Ende nicht.
Also die Hauptkommissarin, die hier sozusagen ein bisschen den Chefposten hat, beziehungsweise die Leitung der Ermittlung, die ging mir einfach richtig auf den Sack. Also nicht nur von ihrer Art, wie sie jetzt gesprochen hat, dass sie halt gefühlt jeden geduzt hat am Anfang, dann aber mal wieder nicht. Also dann hat sie wieder nur gesiezt und dann wieder doch du. Also das hat mich total verwirrt. Und auch so war sie einfach unsympathisch. Also was sie da alles gemacht hat, ja, war irgendwie nicht meins. Auf der einen Seite kann man es vielleicht verstehen, weil sie ja einen recht harten Schicksalsschlag hat. Den möchte ich jetzt nicht sagen, weil der doch hier auch thematisiert wird. Aber irgendwie, ja, gingen die mir einfach auf die Nerven. Und ich hatte auch irgendwie die ersten 250 Seiten das Gefühl, es passiert einfach nichts in diesem Fall und sie kommen nicht weiter. Also es geht ja darum, dass der Mord an einer jungen Frau aufgeklärt wird, der ja drei Löcher in den Schädel gebohrt worden sind, wo Maden drin waren, die sozusagen sie dann von innen aufgefressen haben. Und dieser Fall ähnelt sehr dem ihrer Schwester von vor 7 Jahren, glaube ich. Und es geht jetzt natürlich darum, ist der Täter derselbe oder sitzt der Falsche im Gefängnis und was weiß ich was. Und von der Grundstory her fand ich das super cool, aber mir ist einfach am Anfang zu wenig passiert. Irgendwann hat man dann das Gefühl, okay, jetzt hat die Polizei nicht gecheckt, was sie machen sollte, und wie man am besten ermittelt. Und dann wird es auch wirklich spannend. Also am Ende fand ich es sehr spannend, wie dann das darauf aufgeklärt wurde. Und ja, wer jetzt dahinter steckt, fand ich jetzt nicht super spektakulär, aber es war schon nicht schlecht. Und auch am Ende, also ganz am Ende, ja, ist es so ein bisschen offen, muss ich sagen. Und es klingt so, als würde eine Reihe draus werden. Ob ich jetzt das weiterverfolge, weiß ich nicht. Es würde mich durchaus interessieren, was dahinter steckt, vor allen Dingen hinter dieser, ja, hinter diesem Schicksalsschlag sozusagen von dieser Hauptkommissarin. Aber ja, die ging mir einfach so auf die Nerven, dass ich nicht wirklich weiß, ob ich das mir wirklich nochmal antun möchte. Aber ja, ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich werde es trotzdem aussortieren, und weil es mir einfach nicht gefallen hat, und werde es jetzt ja weitergeben, tauschen, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, wandert es erstmal nicht in mein Regal. Dann lese ich aktuell noch in Drosselpult von Andreas Gößling. Auch da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Auf der einen Seite finde ich den Fall super interessant, aber es ist jetzt noch so ein zweiter Fall und keiner weiß so richtig, hängt das jetzt zusammen oder nicht. Und auch hier ist diese Ermittlerin so ein bisschen auf eigener Faust unterwegs und ja, klammert sich so an den letzten Strohhalm. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann am Ende Sinn ergibt, aber aktuell, weiß ich nicht. Trotzdem lässt sich super gut lesen. Es ist ein bisschen eklig, teilweise. Also was da passiert, da denkst du dir so, what hat das her? Also sowohl auf sexueller Ebene als auch so zwischenmenschlich ist es schon heftig. Und wenn man bedenkt, dass es ein True-Crime-Thriller ist und ich mir gut vorstellen kann, dass das vielleicht auch ja in Wirklichkeit so ein bisschen passiert ist, dann ist das Ganze irgendwie noch krasser. Aber genau das reizt mich eigentlich an diesem Buch. Und deswegen, ja, ich habe auf jeden Fall Bock weiterzulesen. Es ist, wie gesagt, ein E-Book, sieht man ja auch. Und deswegen lese ich das eben abends hauptsächlich. Und deswegen komme ich da jetzt nicht so schnell voran. Aber trotzdem, ja, ich glaube, es gefällt mir auf jeden Fall besser als Er will sie sterben sehen. Und dann hatte ich euch ja in die Kamera gehalten, Schachmatt von Mallory Blackman. Auch hier bin ich mir unsicher. Das sind jetzt drei Bücher, wo ich mir nicht sehr sicher bin. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Meistens manövriert man sich damit in der Leseflaute, aber naja, belassen wir das dabei. Schachmatt kam in meinem Video vor, eben Der Sub soll weg. Und da geht es ja darum, Bücher zu lesen, die schon seit einem Jahr hier sind, unter anderem dieses Buch. Und das ist der dritte Teil einer Reihe, habe ich glaube ich schon ganz oft erzählt, die ich vor Ewigkeiten gelesen habe und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt lesen möchte. Ich bin jetzt auf Seite 82 und ich muss sagen, es lässt sich super schnell lesen. Es ist ein Jugendbuch, es ist auch so geschrieben, es ist jetzt nicht krass in die Tiefe, es ist eher so ein bisschen oberflächlich, was mich jetzt aber aktuell nicht stört.
Ich merke aber langsam, dass mich vom Inhalt her das nur teilweise interessiert. Es ist schwierig, das zu erklären, ohne zu spoilern, aber hier geht es auch so ein bisschen um politische Machenschaften und zwischen die Trennung, also und um die Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Und ich glaube, dass sich so die Weißen, das sind die, die unterdrückt werden, so ein bisschen auflehnen gegen die Regierung und gegen alles. Und ich bin mir nicht sicher, ob mich das so wirklich interessiert oder nicht. Also ja, außerdem ist es schon, also es ist jetzt nicht mal so dick, ne? Es hat, glaube ich, nur 500 Seiten, ja, knapp 600. Aber es ist so schwer. Deswegen werde ich es jetzt am Wochenende wahrscheinlich nicht mitnehmen und werde mir noch ein anderes Buch raussuchen, was ich lesen werde. Das Buch wird trotzdem so ein bisschen nebenbei her weiterlaufen. Vielleicht verliere ich wirklich irgendwann komplett die Lust dran, aber so ein bisschen Lust habe ich eigentlich schon, aber halt nicht so komplett. Das klingt total verwirrend, aber irgendwie ist es einfach so. Deswegen möchte ich es nicht komplett abbrechen und aussortieren. Deswegen, ja, es wird erstmal sozusagen weiter hier liegen bleiben und ich werde immer mal wieder drinnen lesen. Aber jetzt übers Wochenende zum Beispiel nehme ich es einfach nicht mit, weil. Ja, ich glaube, dazu brauche ich nichts zu sagen, ist einfach zu fett. Das sind jetzt die drei Bücher, die ich aktuell lese. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz dazu entschieden, was ich jetzt weiterhin lesen möchte, welches Buch ich jetzt am Wochenende mitnehme. Das muss ich mir gleich nochmal überlegen, wenn ich meine Sachen packen werde. Und genau, wir sind dieses Wochenende bei meinen Schwiegereltern. Wir wollen noch so ein bisschen meinen Geburtstag nachfeiern, weil ich seitdem meine Schwiegereltern bisher nicht gesehen habe. Und ansonsten schauen wir einfach mal, was am Wochenende so ansteht, was wir so machen. Ich hoffe ja, dass das Wetter super geil ist. Dann werden wir vielleicht auch mal ins Freibad gehen. Mal gucken. Ich bin zwar kein Mensch, der super gern im Freibad schwimmen geht, weil mir Wasser prinzipiell zu kalt ist. Aber ich lese dann super gerne in der Sonne oder ja, lege mich da einfach hin. Also das mag ich eigentlich sehr gerne. Deswegen mal gucken, was wir so machen am Wochenende. Und ja, das war's eigentlich. Ich werde heute hoffentlich noch ein bisschen an meiner Synthesearbeit, meiner Seminararbeit schreiben. Ich habe halt so gar keinen Bock. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Plan. Also, das ist eigentlich, eigentlich sollte man das wissen, wenn man 3 Jahre Chemie studiert hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt keine Ahnung und ich habe 3 Jahre umsonst studiert. Ich habe keinen Plan. Also, ja. Ich versuche mich da ein bisschen so mit Internet durchzumogeln und werde da nächste Woche mal eine Kommilitonin fragen, ob sie da vielleicht mal rüber gucken kann. Die hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ja, aber ich werde versuchen, da heute noch ein bisschen was dran zu machen, zumindest mal gucken, ob mich die Motivation packt oder nicht. Wenn nicht, muss ich das definitiv nächste Woche machen. Ansonsten werde ich heute nur noch meine Sachen packen. Überlegt, ob ich vielleicht noch ein Video drehe, aber ich bin mir noch nicht sicher. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich schaue mal, ob ich euch am Wochenende mitnehmen kann und werde mich spätestens am Montag wieder melden. Zeit, diesen Vlog zu beenden und ich habe diese Woche 2 Bücher beendet. Eins habe ich weitergelesen und bei einem habe ich mich jetzt dazu entschlossen, es abzubrechen. Und zwar möchte ich Schachmatt abbrechen. Ich habe knapp 100 Seiten gelesen und ich fand es auch wirklich nicht schlecht. Ich bin recht gut eingestiegen und es lässt sich auch super schnell lesen. Es ist halt ein Jugendbuch. Von daher, also so bezüglich Schreibstil oder ähnliches hatte ich jetzt gar keine Probleme. Ich habe mich auch in gewisser Weise an ein bisschen was erinnert, aber auch nur so ganz grob, um was es geht. Also das, was ich euch eigentlich schon erzählt habe, diese
geteilte Welt zwischen Schwarz und Weiß und dass da eben ein schwarzes Mädchen sich in einen weißen Jungen verliebt hat und dass das halt einige Komplikationen gab und so. Und das ist jetzt eben der dritte Teil und ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere in den vorherigen Teilen sich eben verhalten haben, so dass ich das jetzt nicht vergleichen kann, wie das jetzt hier ist. Und ich habe halt jetzt am Wochenende einfach mal drüber nachgedacht, über dieses Buch und dann eben festgestellt, eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, was hier abgeht. Es ist halt hier auch so ein bisschen, ja, sagen wir, politisches Zeug, dass eben die Weißen sich sozusagen versuchen, da ein bisschen zu behaupten gegenüber den Schwarzen, die eben, ja, die Regierung sind sozusagen. Und dass, ja, dass da so ein paar Machenschaften auch so dahinter stecken. Und da muss ich halt sagen, mich interessiert es eigentlich gar nicht. Und deswegen werde ich dieses Buch jetzt abbrechen und aussortieren, weil ich mir dann einfach am Wochenende gedacht habe, du hast so viele Bücher daheim, die dich wirklich interessieren, wo du total Bock drauf hast, die zu lesen. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht an diesen 600-Seiten-Klopper aufhalten, auch wenn es wirklich sich recht schnell lesen lässt. Aber ja, das habe ich jetzt beschlossen abzubrechen und es wird aussortiert. Dann ein Buch, was ich weitergelesen habe, also was ich schon Anfang der Woche gelesen habe und immer noch lese, ist Drosselbrut von Andreas Gößling. Auch das hat 500 Seiten und das überzeugt mich jetzt nicht hundertprozentig. Ich möchte es aber nicht abbrechen. Einfach zum einen, weil ich den Schreibstil recht gerne mag und weil mich der Fall interessiert. Es ist aber so, dass ich irgendwie auch was anderes erwartet habe, also vom Klappentext her. Dieser Fall, der auf dem Klappentext steht, wird hier nicht so extrem thematisiert, wie ich gedacht habe. Es ist dann mehr so ein anderer Fall und die Charaktere sind auch so ein bisschen, ja, also die Hauptkommissarin, die verweist sich da so krass in diese Story. Da denke ich mir immer, ja, komm, reiß dich zusammen, ne? Und es ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Man muss schon dazu sagen, dass diese Ermittlungen wirklich sehr lange dauern. Was ich ein bisschen schade finde, aber ja, es ist ja auch ein Rezensionsexemplar, deswegen möchte ich es eigentlich schon beenden. Aber es ist jetzt bei mir jetzt nicht bei der Priorität recht weit oben, aber ich habe jetzt schon die Hälfte geschafft und ich denke mal, dann wird der Rest auch noch gehen. Und dann habe ich zwei Bücher beendet. Das erste Buch, was ich beendet habe, ist Er will sie sterben sehen von Carmen Mola. Fand ich ganz in Ordnung. Mein Lesefluss wurde so ein bisschen gestört, dadurch, dass das Ganze aus dem Spanischen ist und in Madrid spielt und man dann diese spanischen Namen hat, Städtenamen, beziehungsweise Straßennamen, Parknamen, Namen, also Nachnamen von den Personen und so. Und das hat mich so ein bisschen im Lesefluss gestört. Von der Story her fand ich es sehr interessant eigentlich, aber meiner Meinung nach hat die Autorin hier, ja, sehr viel Potenzial verschenkt. Also es hätte viel besser werden können. Die Story hatte wirklich viel Potenzial, aber irgendwie kam das nicht so richtig bei mir an. Und die Hauptkommissarin war auch hier irgendwie mir gar nicht sympathisch. Also ich muss nicht mit Charakteren sympathisieren, aber die ging mir zwischenzeitlich echt auf die Nerven und das ist dann schon was, was mich dann stört. Aber ja, ich fand es in Ordnung. Und dann habe ich jetzt am Wochenende beendet, Nur zu deinem Schutz von Harlan Coben. Ich habe es am Samstag angefangen und Sonntagabend beendet und ja, ein bisschen schief gelesen. Das war auch ein Buch, was ich schon gebraucht bekommen habe. Also das hatte schon Leserinnen, das war schon schief. Und hier ist es so, dass es ein Jugendthriller ist und ich habe gemerkt, dass Jugendthriller ja doch irgendwo nicht mehr meins sind. Es ist ja so, dass in Jugendthrillern hauptsächlich, oder ich denke mal, das ist eigentlich auch das Charakteristische daran, dass eben Jugendliche die Hauptrolle spielen. Und ich merke halt immer wieder, dass wenn jetzt Jugendliche da wirklich die Hauptprotagonisten sind, dass mir das irgendwie ja zu jung ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stört mich das einfach. Gerade hier ist es eben so, dass es um Mikey geht und Mikey hat eine Freundin, die heißt Ashley und Ashley verschwindet plötzlich. Und er geht dann zum Beispiel zu der Mutter von Ashley und fragt, ja, geht's ihr denn gut? Ist alles okay bei ihr? Und die Mutter so, hä, was willst du von mir? Ich habe weder eine Tochter noch kenne ich jemanden, der Ashley heißt. Und das klang extrem spannend, fand ich. Und an sich war es auch wirklich spannend. Es ist halt so, dass Mikey dann hier zusammen auch mit seinen Freunden großen Teil so eine Alleinnummer schiebt, ja, dass die Polizei wird nicht eingeweiht und sie sind dann so totale Helden und
versuchen dann selber so rauszufinden und landen dann auch in so Milieus, wo ich sagen muss, da haben halt Jugendliche noch nichts zu suchen. Und das sind halt so Dinge, die mich dann irgendwo ein bisschen stören, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil ich halt irgendwie, ja, ich bin generell nicht so ein Fan von diesen Alleintrips, auch wenn das jetzt Erwachsene machen, was ja in Swillern eigentlich oft oder recht oft der Fall ist, dass manche dann so ihren Alleintrip starten. Aber bei Jugendswillern stört mich das dann schon nochmal ein bisschen mehr. Trotzdem fand ich es wirklich nicht schlecht, mir hat es sehr gut gefallen. Und das ist jetzt scheinbar auch der erste Teil einer Reihe. Mal gucken, ob ich die weiterlesen werde. Es dreht sich ja dann weiter um diese Jugendlichen, die dann die Hauptrolle spielen. Vielleicht entwickeln die sich dann auch weiter, dass es mir dann vielleicht auch doch besser gefällt. Und ja, an sich war es auch wieder ein typischer Harlan Coben, so vom Schreibstil her, hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat sich auch sehr schnell weglesen lassen. Das waren jetzt die Bücher, die ich diese Woche gelesen habe. Ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden. Mal schauen, was ich jetzt nächste Woche noch schaffe. Ich würde schon noch ein, zwei Bücher beenden wollen, gerne im August, aber wir werden sehen. Ich muss wirklich jetzt mal meine Seminararbeit schreiben, deswegen mal schauen. Ansonsten habe ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir waren am Wochenende wieder bei meinen Schwiegereltern, war wieder super schön. Wir waren dann am Samstag bei Freunden im Garten. Und haben dann auch abends gegrillt und Lagerfeuer gemacht. Ja, war wirklich ein sehr schönes Wochenende. Und das war es eigentlich, was ich euch jetzt in diesem Vlog erzählen möchte. Ich habe festgestellt, dass der Vlog ein bisschen kürzer ist als die anderen, was ich aber persönlich gar nicht so schlimm finde. Ich habe mich halt zwischendurch bezüglich Reden nicht sonderlich viel gemeldet. Das waren jetzt, glaube ich, nur drei Sequenzen. Aber ja, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Wie seht ihr das? Soll ich mehr reden in meinen Vlogs oder interessiert euch auch dieser Alltag, der da so zwischen ist? Ich versuche den jetzt auch nicht extrem lang zu machen. Von daher, ich fand jetzt eigentlich die Länge von diesem Vlog wirklich recht gut. Gefällt mir wirklich sehr gut im Gegensatz zu diesen langen Vlogs, muss man jetzt mal dazu sagen. Aber bevor ich jetzt noch Ewigkeiten weiterrede und der Vlog wirklich noch zu lange ist, würde ich sagen, schreibt mir alles, was euch zu den Büchern, zu dem Format oder was auch immer euch einfällt, unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!